Ich hab Angst, Alter. Oder was heißt Angst, aber ich freue mich mega. Ich mach so Augen zu, okay? Ey, das ist so, das kann man irgendwie so gar nicht glauben, ey. So, Leute. Erste Fahrt. Junge, Alter. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich bin so aufgeregt und ich freue mich mega. Das wird auf jeden Fall mit Abstand eines meiner geilsten Videos. Wir haben heute nämlich eine Menge vor und zwar bekomme ich heute endlich, ich habe wirklich jetzt lange drauf gewartet, aber heute ist es endlich soweit, ich bekomme mein neues Auto bzw. mein erstes eigenes Auto. Und ich bin gerade noch zu Hause, wir müssen jetzt gleich nach Duisburg. Ich war da wirklich schon ziemlich oft, ich glaube jetzt zum 4. Mal heute. Ja, und heute ist mein Auto endlich da und ich kann es mitnehmen. Es ist ja auch mein erstes eigenes Auto. Ich hatte vorher noch nie ein Auto. Und ich nehme euch natürlich mit. Ich will nicht lange labern. Wir fahren jetzt los. Wird bestimmt ein sehr ausführlicher Vlog. Also ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, let's go. Ey Leute, schreibt mal kurz in die Kommentare, welche Seite sieht besser aus? Das oder das? Also entweder von euch aus, wir sagen jetzt mal rechts oder links. Also ich sage ganz klar links. Und ich sage rechts. Sieht man mich überhaupt da drauf? Ja. Haha, reingeguckt. So Leute, erstmal einen Kaffee bekommen. Dankeschön. Also Leute, wir haben jetzt 11.56 Uhr und um 13 Uhr müsste ich eigentlich da sein. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe oder wir. Dann holen wir erstmal das Auto ab und dann wollten wir noch nach Düsseldorf ein bisschen shoppen. Also bis gleich. So Leute, wir sind jetzt schon in Duisburg. Wir sind sofort da. Ich habe schon ein Foto gerade geschickt bekommen davon. Ich zeige euch das mal kurz. Bin ich noch nervöser, aber ich frage mich so, wie soll ich das Auto aus diesem Autohaus rauskriegen? Okay, wir haben uns mal wieder verfahren. Also Leute, noch 500 Meter, dann haben wir unser Ziel erreicht. Bis gleich. Du bist dem einfach hinterher gefahren. Ja, ich weiß nicht warum. Ey Leute, wir sind jetzt sofort da, da ist schon das Autohaus. Da steht schon das Auto. Jungs, Mann, noch 100 Meter, dann sind wir da. Geradeaus oder rechts? Geradeaus, geradeaus. Ey, da drin ist das Auto. Okay, Leute, los geht's. Ich filme. Filmst du, Lava? Ich filme alles. Hey, Jungs, los geht's. Guck, meine Hose sitzt. Okay, Leute. Ich hab Angst, Alter. Oder was heißt Angst? Aber ich freue mich mega. Bin ich mal gespannt, ob ich das hier überhaupt hochkriege. Ey, ich trau mich nicht. Warte. Ich mach so Augen zu, okay? Boah. Ey, das ist so, das kann man irgendwie so gar nicht glauben, ey. Achso, ich dachte mir. Scheiße, Mann. Junge, guck mal, der sieht so übelst so. Ich trau mich gar nicht mit dem zu fahren, weil der so sauber aussieht und so. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal rein. Ist abgeschlossen? Klar oder nicht? Okay Leute, bevor wir weitermachen, wir machen dann erstmal so ein Carporn. Let's go. Okay Leute, wir warten jetzt mal, bis wir die Autoschlüssel bekommen und dann darf ich mich endlich reinsetzen. Ich bin dann auch wirklich noch gar nicht Probe gefahren oder sonst was. Also das ist das erste Mal, dass ich gleich einen Mustang fahre. Nachher finde ich, dass der scheiße fährt. Was dann? Umtauschen. Nein, Spaß, ich freue mich mega. Also, man kann das gar nicht beschreiben, man kann das echt nicht so in Worte fassen. Vor allem, das ist so mega schnell passiert, also irgendwie. Ach, egal, ich rede später nochmal darüber. Ich sitze gerade zum ersten Mal drin. Fühlt sich voll scheiße an. Dreh durch, Alter. Wir fahren jetzt sofort zu viert hier drin. Guck mal, film mal nach hinten. Guck mal, wie eng das einfach da ist. Erklärung. Ja? Dann als nächstes zum Tanken. Schauen wir hier den Tankdeckel. Da haben wir das sogenannte Easy-Fuel-System. Also hier brauchen Sie nicht mehr aufdrehen oder sonstiges, sondern nehmen einfach den Zapfhahn, stecken rein, das ist offen, fertig. Zack, einmal auf. Bleib bei mir. Viel erklären zum Auto bzw. am Motorenbereich haben wir einmal Scheibenwischwasser, einmal auf rechts gedrückt, genauso wieder im Joystick-Verfahren, auch dann wieder hoch runter. Leute, das Auto wird gerade rausgefahren, weil ich kann das hier nicht rausfahren, nachher würde ich irgendwo eine Macke reinfahren.
guckt euch mal an, das fährt jetzt hier durch diese dünne Tür. Ich denke mir so, das passt doch gar nicht. Also als gute Fahrt. Dankeschön. Kommen Sie immer sicher und gut an Ihr Ziel. Ja? Dankeschön. Super. Okay Leute, kurzer Soundcheck. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich muss dazu auch gleich noch was sagen. Es ist ja nicht der Ford Mustang GT, sondern der normale Mustang oder EcoBoost, wie man ihn auch immer nennen will. Aber wir machen jetzt trotzdem mal Soundcheck. So Leute. Erste Fahrt. Schnall dich an. Okay. Bist du ready? Normal, Digga. Wir müssen jetzt noch warten. Wir fahren jetzt noch nach Düsseldorf. Digga, soll ich loslegen? Ich will jetzt nicht, dass mir hier sofort einer reinfährt. Junge, Alter. Ey, ich schwöre, das ist so geil, ne? Junge, ich glaub das gar nicht. Ich habe einfach ein Auto. Was geht? Was geht, Jungs? Was geht, Jungs? Ich fahre den jetzt gerade vielleicht 2 Kilometer und dann sofort Autobahn. Also Leute, vielleicht ein paar kleine Worte zu dem Auto. Ich meine, ich bin ja gerade mal 19 und ich habe mir jetzt erstmal den Ford Mustang EcoBoost geholt. Natürlich sagen viele, in den Mustang gehört einen V8 Motor, weil ist ja so ein amerikanisches Kultauto, sag ich mal. Nur das Teil hat jetzt 317 PS und der GT hat, glaube ich, 420. Und 317 PS sind schon mega viel und ich habe da auf jeden Fall Respekt vor. Deswegen habe ich jetzt erstmal den genommen. Der ist auch ein bisschen umweltfreundlicher, ein bisschen weniger Spritverbrauch und ich finde, das passt erstmal sehr gut zu mir. Und wenn ich dann unbedingt irgendwann mal den GT haben möchte, dann kann ich mir den halt auch in 3 Jahren vielleicht mal zulegen als Erweiterung. Aber ich bin auf jeden Fall mega, mega krass zufrieden mit dem Auto, auch mit der Farbe, mit allem einfach. Das ging so schnell und weitere Sachen sah ich dann einfach später nochmal. Wir fahren jetzt erstmal gleich auf die Autobahn und dann geht's erstmal nach Düsseldorf was essen und ich freue mich. Das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl ist auf jeden Fall mega geil. Und natürlich kann man an dieser Stelle auch mal sagen, so danke, dass ihr mich so alle unterstützt, weil ich meine, wäre ich kein YouTuber, dann könnte ich jetzt nicht so ein Auto fahren oder hätte ich nicht so viele von euch, die halt meine Videos schauen und sonst was. Also mega Dankeschön, ich weiß es wirklich sehr, sehr zu schätzen. Ja, hätte mir vor 2 Jahren jemand gesagt, ey, du fährst in 2 Jahren einen Mustang. Das war immer so mein Traumauto, hätte ich dem Vogel gezeigt. Und jetzt ist es einfach so irgendwie so voll schnell passiert. Also, Dankeschön. Ich liebe euch. Du hast es dir verdient. Danke, Digga. So, Leute, wir sind jetzt in Düsseldorf. Wir gehen jetzt erstmal noch was essen. Ich habe gerade locker erstmal eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht, weil ich muss ja erstmal parken lernen mit dem Auto. Weil das ist ja logischerweise ein bisschen länger als andere Autos. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Heute geht auf meinen Nacken. So Leute, wir waren jetzt einfach noch bis 20.30 Uhr in Düsseldorf und jetzt fahren wir nach Hause. Ich habe 4 Stunden geschlafen heute Nacht, aber jetzt habe ich es geschafft. Also, let's go nach Hause. So Leute, ich bin jetzt endlich zu Hause, ich filme mich gerade selber noch mit dem Handy, also zumindest das Taschenlampenlicht davon, damit ihr mich seht. Auf jeden Fall bin ich mega froh, jetzt endlich zu Hause zu sein, war ultra anstrengend heute. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt mal Instagram und Snapchat ab und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Auto cool findet oder ob ihr ein anderes Auto lieber mögt, keine Ahnung. Also was ich wirklich nochmal am Ende sagen muss, ich weiß selber, das ist nicht selbstverständlich, so früh so ein Auto fahren zu können oder zu dürfen und ich bin mega stolz drauf, dass ich das jetzt irgendwie hinbekommen habe. Um ehrlich zu sein, finde ich es schwer zu sagen, dass ich mir das sogar so mega verdient habe. Aber ich weiß, dass ich schon ziemlich oft ziemlich viel gearbeitet habe und so dafür. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich das mit gutem Gewissen fahren kann und auch auf jeden Fall aufpassen werde, weil ich meine, es ist jetzt auch kein Auto, was man vielleicht so früh unbedingt fahren sollte. Ich meine, ich habe jetzt auch meinen Führerschein schon 2,5 Jahre. Ich habe den ja mit 17 gemacht. Also Erfahrung habe ich auf jeden Fall schon. Jetzt natürlich nicht die Mega-Erfahrung, aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann und ich habe mega Respekt davor, halt drauf zu drücken und plötzlich ist man bei 200 oder so. Deswegen
passe ich da wirklich sehr auf, also braucht ihr keine Sorgen machen oder so. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Wirklich danke für alles und ich bin mega stolz und mega glücklich. Wir sehen uns dann morgen oder so wieder. Haut rein. Ciao.